Hallo zusammen, in diesem Video geht es um Netzgeräte bzw. den Anschluss von 12 Volt Kompressorkühlboxen am Netz, am Hausnetz oder am Landanschluss, je nachdem. Original zu diesen Boxen kommen solche Kabel. Das heißt, auf der einen Seite, ursprünglich war das mal ein Stecker von Schurto, gibt es aber nicht mehr vom Schurto, ist ausgelaufen. Der passt hier rein und auf der Seite haben wir solch einen Zigarettenanzünder für den Betrieb in einem Fahrzeug. Hier empfehle ich immer, den Stecker wegzuschneiden und das Kabel direkt an die Batterie anzuschließen. Dann habe ich das Problem vom Wackeln des Zigarettenanzünders. Jetzt gibt es für diesen Boxen solche Netzgeräte. Das heißt, ich habe diesen Zigarettenanzünder, ich stecke das hier in diesen Zigarettenanzünder und hier zum Beispiel ein Kabel 230 Volt, hier ein Schweizer Stecker, hier gibt es die Kabel natürlich auch mit anderen Stecker, Schuko-Stecker für Deutschland. Aber hier habe ich auch wieder das Thema, das Wackeln. Wir bieten jetzt, oder seit längerem, dieses Netzgerät an hier. Das hat den gleichen Stecker wie das Kabel hier. Gleiche Kabel, gleicher Stecker. Das kann ich also das Netzgerät hier reinstecken. Also das Originalkabel lasse ich zum Beispiel im Fahrzeug, weil ich ja zum Beispiel den Zigarettenanzünder weggeschnitten habe und direkt angeschlossen. Und jetzt, wenn ich die Box auf dem Campingplatz betreiben will oder zu Hause, habe ich das Kabel hier. Das ist dann relativ kurz, reicht aber. Und hier das Kabel mit Kaltgerätestecker, das läuft für den Betrieb auf 230 Volt. In Deutschland liefern wir das Teil aber mit Schuko-Stecker aus. Jetzt kommt aber das rechtliche Problem. Ich darf diese Kühlbox nicht mit diesem Netzgerät verkaufen, weil die passen ja zusammen. Weil wenn ich diese Box mit dem Netzgerät in Kombination verkaufe, muss dafür ein Energielabel her. Diese Boxen sind relativ klein und die werden verglichen mit Haushaltsgeräten. Und bei so kleinen Geräten habe ich im Verhältnis eigenen schlechten Wirkungsgrad und dann habe ich Energiekategorie E zum Beispiel und dann darf ich diese Boxen nicht mehr verkaufen in Verbindung mit solch einem Netzgerät. Dieses Netzgerät mit dem Zigarettenanzünder kann ich auch verbrauchen für alles Mögliche, nicht für die Kühlbox. Das ist limitmäßig verkaufbar. Und aus diesem Grund verkaufen wir dieses Netzgerät nicht für diese Kühlbox, sondern für diesen LED-Scheinwerfer. Das heißt, wir haben einen speziellen LED-Scheinwerfer, hat hinten genau den gleichen Stecker. Das können wir dann hier einstecken und der Scheinwerfer funktioniert und per Zufall passt dieses Kabel hier auch an diese Kühlbox. Ist ein Gesetzesproblem. Punkt, fertig. Und aus diesem Grund heißt dieses Netzgerät auch bei uns Netzgerät LED. LED heißt löst ein Desaster, weil wir diese Netzgeräte mit diesem Stecker nicht zu dieser Box verkaufen dürfen, weil die Box dann anders zertifiziert werden muss und ein Energielabel erfüllen muss, weil man könnte ja diese Kühlbox in Verbindung mit diesem Netzgerät zu Hause betreiben. Mir hat einer einen Kommentar geschrieben, ich sei der größte Kasper. Ja, okay, leider ist es so, dass ich das gar nicht machen möchte.
mit den Behörden rumschlagen, die so einen Scheiß erfinden. Hier verlinke ich euch das Video zu dieser Kühlbox und hier ein Video zu diesem LED-Scheinwerfer, nochmals genau. Wir können liefern, ich verlinke euch die Daten unten drin im Shop, wo ihr das LED-Netzgerät für diesen speziellen LED-Scheinwerfer bestellen könnt. Und ich wünsche euch einen schönen Tag.